Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungsreihe. Heute geht es um HD-Wallets, kurz für Hierarchical Deterministic Wallets. Was das genau bedeutet und was das sein soll, das wollen wir heute klären. Falls ihr jetzt gerade nicht wisst, was ein normaler Wallet oder was ein deterministischer Wallet ist, dann solltet ihr euch definitiv die anderen Videos in der Playlist angucken. Die sind da wichtig dafür. So. Auch beim HD-Wallet ist am Anfang ein Seed. Das heißt, ihr habt am Anfang wieder mal eure zufällige Entropie, wie beim normalen Seeded-Wallet eben auch oder beim deterministischen Wallet und könnt daraus alle üblichen Keys erstellen. Der Trick oder was jetzt hier sozusagen der Vorteil beim HD-Wallet ist, ist nämlich, dass ihr jetzt nicht mehr so lange braucht, bis ihr alle eure Keys erstellt habt, sondern es geht eben schneller. Man muss zum Beispiel nur 5 Keys erstellen, oder halt 5-mal den Schlüssel berechnen, um eben schon 1 Milliarde Möglichkeiten zu haben. Nein, nicht ganz 1 Milliarde Möglichkeiten. Wobei, doch, man könnte auf 1 Milliarde Möglichkeiten definitiv kommen. Also wirklich sehr, sehr viele Schlüssel mit sehr, sehr wenig Operationen. Das heißt, wir haben hier wirklich, wirklich viele Möglichkeiten und sind schneller bei unserem Schlüssel angelangt. Beim Seeded Wallet war ja das große Problem, wenn wir Schlüssel 1 Milliarde erstellen, dann müssen wir wirklich 1 Milliarde Mal die Hash-Funktion ausführen. Und das ist eher unpraktisch. So, also was man jetzt aus dem Seed berechnet ist, man wirft die SHA-512 Hash-Funktion an und generiert daraus natürlich 512 Bit. Die linken 256 Bit werden jetzt erstmal der Master Key. Die rechten 256 Bit sind der sogenannte Chain Code. Und der Chain Code ist sozusagen unsere Entropie, die wir später weiterverwenden. Wir hashen jetzt also nicht mehr die Schlüssel direkt, doch wir hashen die Schlüssel auch nochmal, aber der Chain Code ist dazu da, um eben hier noch ein bisschen mehr Entropie reinzubringen. So, und dann benötigen wir eine ID mit 32 Bit und jetzt können wir, also die kann man sich einfach ziehen, ich sage einfach, ich hätte gern Schlüssel 42 und dann konvertiere ich 42 in eine 32-Bit Integerzahl und dann kann ich hier mit einem neuen eben 42, den 42. Schlüssel generieren, nur anhand von meinem Master Key. Das heißt, was ich jetzt hier habe, ist eben eine hierarchische Aufteilung. Ich kann jetzt sozusagen sagen, hey, ich generiere mir aus meinem Master Key und dem Chain Code, die werden beide gehasht und die ID wird auch mit gehasht, generiere ich mir eben jetzt hier mehrere Schlüssel. Das heißt, ich generiere mir eben nicht nur einen Schlüssel, sondern 2 hoch 32 mögliche Chai Keys. Ich habe hier jetzt aus Platzgründen mal nur die ersten 4 abgebildet, aber in Wahrheit sind es wirklich 2 hoch 32 mögliche Schlüssel. Und das ist verdammt viel. Ich nehme hierbei allerdings trotzdem wieder nur die linken 256 Bit für meinen Schlüssel, aber trotzdem eine SHA-512 Hash-Funktion. Das heißt, der Output ist wieder 512 Bit. Und die rechten 256 Bit nehme ich dann jeweils wieder als Chaincode, um wieder noch sozusagen eine geheime Komponente mit zu hashen. Ja, das ist sozusagen der Grundbaustein für HD-Wallets. Das heißt, ich habe jetzt hier als Child Key, also es gibt nur einen Master Key, es gibt erstmal nur den Seed, dann gibt es einen Master Key, der entsteht durch einmal Hashen und dann gibt es 2 hoch 32 verschiedene Child Keys. Und zu jedem dieser 2 hoch 32 Child Keys gibt es wiederum 2 hoch 32 Grand Child Keys. Und zu denen kann man natürlich wiederum beliebig nochmal 2 hoch 32, also zu jedem davon kann man nochmal 2 hoch 32 Grand Grand Child Keys machen und zu jedem davon und so weiter und so fort. Also ihr könnt diese Kette trotzdem beliebig lange fortsetzen, allerdings habt ihr in jeder Stufe nicht nur einen Key, den ihr generiert, wie beim Seeded Wallet, den wir das letzte Mal besprochen haben, sondern ihr habt eben 2 hoch 32 Keys und das ist schon echt enorm viel. So, warum brauche ich jetzt hier diesen Chaincode? Den habe ich ja jetzt so ein bisschen vorgelassen. Im Endeffekt hätten wir auch einfach nur den Master Key hier nehmen können und den hashen können mit der ID zusammen. Hätten wir auch 2 hoch 32 Möglichkeiten jeweils. Der Trick bei dem Chaincode ist, dass man das Ganze so umgebaut hat mittlerweile, dass man, wenn man, also man generiert ja aus Private Keys, das hier sind ja alles Private Keys, die wir hier haben. Man generiert ja normalerweise aus einem Private Key immer einen Public Key. Genau. So. Und das ist auch immer noch so, allerdings hat man jetzt Folgendes gemacht, die Mathematik so ein bisschen hingebogen, dass es gepasst hat. Und jetzt kann man mit diesem Chaincode und dem Public Key von zum Beispiel hier, dem hier, also sagen wir mal, wir haben den Public Key M0. M steht hier für Master Key und 0 für die ID hier. Dann sehen wir hier M03 bedeutet halt,
Ich habe diesen Key hier als Vorgänger, als Parent sozusagen, und das ist der vierte Key davon, weil wir mit 0 anfangen zu zählen, also 0, 1, 2 und 3 und so weiter und so fort. So, und ja, jetzt habe ich hier sozusagen die Möglichkeit aus meinem KM0, das ist ja ein Secret Key hier, aus dem kann ich einen Public Key berechnen. Das kann ich ja aus jedem von diesen Keys hier machen. Aber mit dem Chain Code habe ich jetzt die Möglichkeit, aus diesem Public Key M0 auch wirklich alle Grandchild Public Keys abzuleiten mit dem Chain Code. Das heißt, man hat sich die Mathematik so ein bisschen hingebogen, hat gesagt, okay, wir bauen das Ganze jetzt so um, dass es für uns praktischer ist. Der Vorteil ist jetzt natürlich, ich kann zum Beispiel für meinen Shop hier einen Public Key einfach öffentlich irgendwie bekannt geben, aber für jede Zahlung aus diesem Public Key sozusagen einen Grandchild Public Key generieren. Und das ist mega praktisch, denn dann muss ich nicht mehr irgendwie auf Geheimhaltung achten, denn Public Keys können sowieso überall verteilt werden. Damit kann man nichts anfangen. Und der Chain Code ist ja auch kein Secret Key mehr. Das heißt, der kann einfach auch öffentlich gemacht werden. Das heißt, Chain Code veröffentlichen und den Public Key, den ich ja sowieso veröffentlichen kann. Und ich kann plötzlich Grandchild Public Keys berechnen, aber die Grandchild Secret Keys, die sind immer noch geheim, die kann nur ich berechnen. Und das ist mega, mega praktisch. Deswegen hat man eben diese HD-Wallets sozusagen erschaffen. Die Mathematik dahinter ist ein kleines bisschen komplizierter. Die überspringe ich jetzt hier erstmal. Also ich weiß nicht, ob ihr vielleicht noch später irgendwann Bock drauf habt. Aber vorerst habe ich ein paar andere Dinge, die vielleicht interessanter für euch sind. Aber das ist so die gängige Variante, wie man eben HD-Wallets wirkt oder was für Wallets tatsächlich auch benutzt werden. Also das ist so der Standard. Wenn wir jetzt heute mal in Wallets reingucken, ist eigentlich jeder Wallet ein HD-Wallet. Und bietet allerdings noch ein bisschen Zusatzfeature. Und das wollen wir uns dann nächstes Mal angucken. Genau, ja, das war's dann eigentlich auch für heute schon wieder und wir hören uns. Bis dann, ciao!